Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. Heute zum zweiten Mal von der Vienna Autoshow, dem beliebtesten Automobilsalon Österreichs. Heute zeigen wir Ihnen weitere Highlights vom wirtschaftlichen Kleinwagen bis hin zum Supersportwagen McLaren. Die Firma Denzel macht es möglich, dass es nun auch in Österreich diesen britischen Formel-1-Wagen für die Straße zu kaufen gibt. Feeling für die Stadt, das durchaus Komfort bietet, bis zu einem wirklichen Rennsport-Feeling, wo das Fahrzeug auf der Straße extrem haften bleibt. Der McLaren MP4 12C ist um 240.000 Euro in Österreich erhältlich. Wieder in Österreich als Neuwagen erhältlich sind die exklusiven sportlichen Modelle von Aston Martin, inklusive dem neuen kleinen Aston Martin Signet, der auf Basis des Toyota IQ aufgebaut ist. Der Signet ist das urbane Konzept, die ideale Lösung für die Stadt von Aston Martin. Er hat sämtliche Details, die auch ein großer hat, die liebenvollen, luxuriösen, handgefertigten Details, hat auch er drinnen. Und er eignet sich sehr gut für schnelle Trips in die Stadt, wo man keinen großen Kofferraum braucht oder auch keinen Garagenplatz suchen will. Und wir nennen ihn auch ganz liebevoll das Kellybag von Aston Martin. Also er ist oft ein Zweit- oder ein Drittauto in der Familie. Zu haben ist der neue Signet um etwa 42.000 Euro. Organisiert wird der Aston Martin Import von der Familie Frey, genauso wie der Import des neuen Toyota Avensis. Der Mittelklassewagen hat jetzt ein Facelift bekommen. Am deutlichsten ist das an seinen spitzer zulaufenden Scheinwerfern und dem größeren unteren Trapezgrill zu erkennen. Am Heck sorgen Rückleuchten mit LED-Technik für eine zeitgemäßere Optik. Im Inneren geht's jetzt hochwertiger zur Sache. Der Avensis lässt sich nun individueller gestalten als bisher. Das Fahrwerk hat eine neue Abstimmung, die Karosserie eine steifere Struktur sowie deutlich mehr Geräuschdämmung erhalten und die Motoren sind sparsamer. Ab unter 25.000 Euro steht der neue Toyota Avensis in der Garage. Mit 136 PS etwa gleich viel Leistung hat der Suzuki Swift Sport aber deutlich weniger Gewicht. Mit 1040 Kilogramm Leergewicht hat der kleine Japaner leichtes Spiel und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 8,7 Sekunden. Ein dominanter Kühlergrill, eine klare, konsequente Linienführung und eine markante Doppelrohr-Auspuffanlage sind die äußeren Merkmale des Suzuki Swift Sport. Auch der Innenraum vermittelt mit modernster Ausstattung und hochwertigen Materialien maximalen Fahrspaß. Erhältlich ist der Suzuki Swift Sport um 18.490 Euro. Star am Stand von Land Rover ist der jetzt auch als Coupé erhältliche zweitürige Range Rover Evoque. Stilikonen müssen sich von Zeit zu Zeit neu erfinden. Mit dem Evoque hat Range Rover genau das getan. Tolles Styling, feines Innenleben und das markentypische Geländetalent inklusive. Als Draufgabe wird mit der frontgetriebenen 150 PS Dieselvariante gleichzeitig auch der umweltfreundlichste Range Rover aller Zeiten vorgestellt. Der Durchschnittsverbrauch soll dabei nur 5 Liter auf 100 Kilometer betragen. Der Einstiegspreis des Range Rover Evoque beträgt 35.000 Euro. Hyundai startete im Sommer mit dem Mittelklasse-Kombi Hyundai i40. Jetzt folgt die i40 Limousine und die neue Generation des kompakten Hyundai i30. Die neue i30-Generation ist dank dem klar erkennbaren Familiengesicht mit dem charakteristischen hexagonalen Grill und den markant dreidimensional gestalteten Hauptscheinwerfern auf den ersten Blick leicht zu erkennen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das LED-Tagfahrlicht, welches in die Nebelscheinwerfer eingebunden ist. Beim kompakten i30 wurden Leistung und Effizienz der Motoren und die Qualität verbessert. Der neue i30 ist nicht nur ein sicheres Auto, 5 Sterne, und hat sogar Knie-Airbags. Er ist auch mit 2 Benzinmotoren und 3 Dieselmotoren verfügbar. Und die Dieselmotoren sind die sparsamsten und die mit dem geringsten CO2-Ausstoß von 97 Gramm pro Kilometer. Also ein Auto, das absolut in die Zeit passt und nicht nur preisgünstig ist, sondern sicher und umweltfreundlich und wunderschön. Beim Hyundai i40 geht die Reise klar Richtung Businessklasse. Hyundais Entwicklungszentrum in Rüsselsheim hat den i40 nach Europas Geschmack entwickelt. Er ist modern, gut verarbeitet und schon die Grundversion bietet eine umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung. Der sowohl als Dienstwagen als auch als Familienwagen gut geeignete i40 vereint Sportlichkeit und Komfort. Die Antriebstechnik teilt sich die i40-Limousine mit dem Kombi.
Die Dieselmotoren werden mit 1,7 Liter und 115 PS und 126 PS. Und das wird auch das Hauptvolumen sein. Und wenn Sie es anschauen, das Auto, es ist nicht nur wunderschön, sondern sieht eigentlich wie ein Coupé aus und nicht wie eine Limousine und passt wunderbar in unseren Markt und in den Zeitgeist. Die Hyundai i40 Limousine profitiert nicht nur vom attraktiven Styling, sondern bietet für alle Insassen bequem viel Platz. Der neue i40 Sedan als auch der neue i30 werden die Markteinführung im März haben, sind aber ab sofort schon bestellbar und die Händler haben alle Informationen, alle Preise und die Preise sind großartig, wie immer bei Hyundai. Beim i30 beginnen diese unter 16.000 Euro und bei der i40 Limousine bei 23.990 Euro und das inklusive 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Kompakte SUVs liegen in der Käufergunst nach wie vor ganz weit vorne. Zum einen wegen der hohen Sitzposition und zum anderen wegen dem Gefühl, sicher unterwegs zu sein. Das hier ist einer von ihnen, der neue Mazda CX-5. Er feiert hier Österreich-Premiere genauso wie die neue BMW 3er Limousine. Bei der neuen BMW 3er Limousine steht Leidenschaft im Vordergrund. Sie bietet mehr Raum und mehr Performance und hat gleichzeitig bei Gewicht und Verbrauch kräftig abgespeckt. Agilität und Fahrdynamik bleiben die Paradedisziplinen der Sportlimousine. Zur Markteinführung stehen 4 durchzugsstarke, kultivierte und verbrauchsgünstige Triebwerke zur Auswahl. Erstmals zu sehen in Österreich ist das 6. Modell von Mini. Die erfolgreiche Reise unserer Marke Mini geht 2012 weiter mit dem Mini Roadster, der jetzt auf den Markt kommt. Ein sehr kompaktes, sehr sportliches Modell, aber auch mit dem Mini Paceman, den Sie hier noch als Konzeptauto sehen. Dieser Mini Paceman wird genauso wie der Mini Countryman in Graz erzeugt werden. Produktionsstart für den Paceman, dem 7. Modell der Marke Mini, wird noch heuer sein. Der CX-5 ist der Star heuer im Mazda-Programm. Am 9. März feiert er seine Premiere in den Schauräumen der österreichischen Händler. Der Mazda CX-5 ist ein komplett neues Auto, ist eine komplett neue Generation. Er hat neue Motoren, extrem saubere Motoren, sowohl Benzin- als auch Dieselmotoren. Der Diesel zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass er nur 4,5 Liter pro 100 Kilometer braucht und sehr, sehr wenig Schadstoffe ausstößt. Er bekommt in Österreich einen CO2-Bonus, einen staatlichen Bonus, weil er im Schnitt weniger als 120 Gramm CO2 ausstößt. Ein sehr, sehr sauberes Auto also, aber es ist auch ein sehr sportliches Auto. Durch Leichtbau macht Mazda die Autos rassiger. Der CX-5 ist um ca. 100 Kilo leichter als die Vorgängergeneration der Autos und das macht ihn natürlich weniger, sportlicher zu fahren, agiler. Diese Tatsache gepaart mit dem neuen schnittigen Design macht den CX-5 zu einem der sportlichsten Vertreter unter den SUVs. Das Design mit dem neuen Schnittmuster nennt Mazda Kodo, was übersetzt Bewegung, Kraft und Spannung bedeutet. Die Technik unter dem Blechkleid, insbesondere die neuen effizienten Motoren, bezeichnet Mazda mit Sky Active, eine besonders saubere und gleichzeitig leistungsstarke und sportliche Technologie. Sky Active und Kodo Design, das werden die zwei Formeln sein von Mazda in der Zukunft. Jeder Mazda, der von jetzt an kommt, jedes neue Mazda-Modell wird nach dem Kodo-Design gestylt sein und wird Sky-Active-Technik unter der Motorhaube haben. Der CX-5 präsentiert sich nicht nur als erstes Mazda-Modell in der neuen Designsprache, sondern er verfügt mit Systemen wie Spurhaltekontrolle und City-Notbremsassistent auch über eine Reihe modernster Sicherheitstechnologien. Der Einstiegspreis des Mazda CX-5 liegt unter 25.000 Euro. Gleich mehrere Highlights kennzeichnen den Auftritt von Citroën auf der Vienna Autoshow. Der spektakulärste Neuzugang ist ganz bestimmt das 3. Modell der DS-Linie, der Citroën DS5.
Citroën hat mit der DS-Familie mit viel gestalterischem Feingefühl eine komplett neue, stilvolle Modellfamilie kreiert. Der DS5, die jüngste Kreation, ist der größte Publikumsmagnet. Das extravagante Fahrzeug im kompakten Design mit großzügigem Innenraum ist das erste Fahrzeug der Marke, das mit einer Diesel-Full-Hybrid-Technologie ausgestattet ist. Diese verbindet die Fahrleistungen des 163 PS starken HDI-Dieselmotors mit der Effizienz eines 37 PS Elektroantriebs. Damit ist rein elektrisches Dahinrollen in der Stadt bis 60 km/h möglich. Durch Zusammenarbeiten beider Motoren sind aber auch Top-Werte beim Beschleunigen möglich, wobei der CO2-Ausstoß pro Kilometer unter 100 Gramm liegen soll, nicht zuletzt auch wegen der serienmäßigen Start-Stopp-Automatik. Im Innenraum herrscht viel Luxus und gediegener Komfort. Die vielen Bedienelemente sind durchdacht und logisch. Der Basispreis des ab März erhältlichen Citroën DS5 beträgt 32.300 Euro. Das war's auch schon wieder für heute beim Motor TV. Beim nächsten Mal sind Sie hoffentlich wieder mit dabei. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.